Ich freue mich sehr, guten Abend, dass Sie gekommen sind. Liebe Gesichter, Freundinnen, Freunde und ja, Lyrikinteressierte. Sie wissen, Gottfried Benn, mit der Sie ein Liebesverhältnis hatte, ich glaube nicht lange, aber jedenfalls intensiv, hat gesagt, sie sei die größte Lyrikerin des Landes. Und da habe ich mir dann auch nochmal die Gedichte vorgenommen, bin sehr gespannt auf heute Abend, also auf den Vortrag von Frau Dr. Ludewig. Einmal Applaus, bitte. Und es liest Magdalena Artelt, da könnt ihr auch nochmal Applaus machen. Und wenn die gelesen und vorgetragen haben, ein bisschen mehr Applaus nachher, ein bisschen kräftiger. Also sie ist eine große Lyrikerin und ich kann gar nicht begreifen, wie jemand so viele Gedichte schreiben kann. So viele und so herrliche. Also es gibt so Gedichte, die lese ich einmal, dann denke ich, nee, nochmal und dann lese ich sie drei und viermal und die ganze Poesie entfaltet sich, wenn man das also wirklich nicht nur einfach so schnell liest, sondern es ja begreift auch. Wir haben nicht sehr viele Bücher und ein paar habe ich vorhin schon lieben Interessierten sozusagen eingeredet, aufgedrückt. Wir machen nachher den Verkauf für Herrn Palme, der kann heute nicht kommen, aber hat uns wichtige ein paar Bücher gegeben. Rausgesucht. Und eins muss ich Ihnen sagen, da gibt nur drei davon. Das blaue Klavier, das ist, es ist auch gleichzeitig ein Geschenk, wenn Sie ein Geschenk brauchen. Das ist ein Geschenk, aber ist noch ganz schön und wunderbar verpackt. Also nachher sollten Sie bei den Büchern zugreifen. Wäre zu doof, wenn die paar Bücher nicht verkauft wurden und wir die wieder mitnehmen. Die kosten ja auch nicht viel Geld, zwischen 10 und 15 Euro. Also das ist für so viel Literatur wirklich gar nichts. Wenn Sie essen gehen, zahlen Sie 40, 50 Euro und hier haben Sie für 50 Euro 5 Bücher. Das muss man sich immer mal klar machen. Also ich freue mich sehr auf den Vortrag, auf die Lesung. Wir hatten ja schon 2017, glaube ich, hatten wir einen Vortrag Kerstin Decker über Eselasker Schüler und umso mehr sind wir gespannt auf heute Abend. Der ist ganz anders. Man sieht schon einfach an der Überschrift. Das ist anspruchsvoll, interessant. Ich freue mich sehr darauf. Ja, vielen Dank nach so viel Vorschuss, Lorbeeren. Auch von mir ein herzlichen guten Abend und ja, ich freue mich jetzt auch sehr auf unsere gemeinsame Abendgestaltung, die wir schon telefonisch geprobt haben und ich glaube, das wird ganz wunderbar, dass die Texte von Eselasker Schüler hier eben auch nochmal wirklich ja professionell vorgetragen werden. Darauf freue ich mich selbst schon sehr. Also, ich beginne mit Galiläa, Bagdad, Theben, die Bilderwelten der Eselasker Schüler. Im August 1894 verließ Eselasker Schüler ihre Heimatstadt Elberfeld, heute ein Teil von Wuppertal, und bezog mit ihrem ersten Ehemann eine Wohnung in Charlottenburg. Dass dieses Datum den Ausgangspunkt einer der wirkmächtigsten und exzentrischsten Künstlerkarrieren des 20. Jahrhunderts markieren sollte, war zu diesem Zeitpunkt freilich noch nicht absehbar. Heute ist die blaue Sprache der expressionistischen Lyrikerin und Malerin Eselasker Schüler Bestandteil der europäischen Kulturgeschichte. Und ihr umfangreiches Oeuvre ist erschlossen und publiziert. Zudem dokumentieren zahlreiche Bände ihr Leben und Werk und Konferenzen und Ausstellungen haben verschiedene Annäherungen an ihre komplexe Persönlichkeit erprobt. So ist also jede nähere Beschäftigung mit der 1869 als Elisabeth Schüler geborenen Künstlerin auch gleichzeitig eine Auseinandersetzung mit jener Forschungslandschaft, die um ihre Person und ihr Werk entstanden ist. Über ihre frühen Jahre in Elberfeld hat Eselasker Schüler selbst immer wieder geschrieben und damit Familiengeschichte und Kindheit
zu einem zentralen Bestandteil ihres Werkes gemacht. Diese poetischen Texte mit den mehr oder weniger bekannten Fakten zu konfrontieren, liefe freilich ins Leere. Denn, wie ihre Biografin Sigrid Bauschinger zu Recht anmerkt, ging es, und ich zitiere Sigrid Bauschinger, in diesem Leben und Schreiben nicht um Dichtung und Wahrheit, sondern um Dichtung als Wahrheit. Zitat Ende. Als jüngstes von 6 Geschwistern scheint Else Lasker Schüler, damals Elisabeth Schüler, ein vielgeliebtes Kind gewesen zu sein, dem große Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Insbesondere mit dem früh verstorbenen Bruder Paul verband sie eine enge Beziehung. Die Familie erlebte sie als hellen und sicheren Ort inmitten einer feindlichen Umgebung, denn antisemitische Begriffe und Beleidigungen gehörten wohl zu ihrem Schulalltag. Die Mutter Jeanette, geborene Kissing, nahm in dieser Zeit eine Schlüsselrolle ein. Da die älteren Kinder ihrer Fürsorge entwachsen waren, konnte sie sich ganz auf ihre Jüngste konzentrieren, Spiele für sie erfinden und ihre eigene Liebe zu Literatur und Kunst weitergeben. Goethe, von der Mutter als, Zitat, Dichter reinen Herzens, Zitat Ende, tief verehrt, prägte ihre Kindheit nicht nur als kultureller Mittelpunkt und geistige Verbindungslinie zur christlichen Mehrheitsgesellschaft, sondern auch als innerfamiliäres Bindeglied. So stammen der Dichter und die Mutter beide aus Frankfurt am Main und es wird berichtet, Zitat Else Lasker Schüler, dass die Großmama und der Großpapa den Johann Wolfgang von Goethe noch gesehen haben, Schlittschuh laufen. Zitat Ende. Mit diesem direkten Bezug auf eine von Goethe in Dichtung und Wahrheit geschilderte Eislauf-Episode wird ein intertextueller Erinnerungsraum aufgetan und die Großeltern werden kurzerhand als Zuschauer hineinversetzt. Else Lasker Schüler, übrigens, das sind die Spuren von ihr, die noch in Wuppertal heute zu finden sind. Viel mehr ist leider nicht mehr da. Else Lasker Schüler verwebt hier biografische und dichterische Elemente zu genealogischen Mustern, in deren Zentrum immer die Mutter steht. Bestandteil der mütterlichen Unterweisung war aber auch Heinrich Heines Werk, das eine Auseinandersetzung mit jüdischen Themen wie Exil und Akkulturation anregte und der Tochter erste Einblicke in die Welt des fadischen Judentums gewährte. In dieser Geschichtenwelt der Mutter-Tochter-Beziehung liegen, so schreibt es Else Lasker Schüler, ihre künstlerischen Wurzeln. Zitat, da ich meine Dichtung in ihrem, also der Mutter, Schoß aufbaute. Zitat Ende. So war der Tod der Mutter 1890 für die 21-jährige Else eine Katastrophe, deren Spuren zeitlebens sicht- und spürbar blieben. Noch in späten Werken ist ihr unendlicher Schmerz spürbar und die Verehrung der früh Verstorbenen kannte keine Grenzen. Sie blieb die teure, unvergleichliche, majestätische, angebetete, inbrünstig geliebte Mama. Der Verlust der beiden liebsten Menschen, des jüngsten Bruders und der Mutter, haben tiefe Spuren hinterlassen. Die Klagen um die geliebten Toten wurden zu einem Leitmotiv in Leben und Werk. Wie auch in den beiden Gedichten, die wir jetzt hören werden, meiner Mutter und meine Mutter deutlich wird. Meiner Mutter. O Mutter, wenn du leben würdest, dann möchte ich spielen in deinem Schoß. Mir ist bang, und mein Herz schmerzt von der vielen Pein. Überall sprießt Blutlauf. Wo soll mein Kind hin? Ich baute keinen Pfad froh. Alle Erde ist aufgewühlt. Liebe, liebe Mutter. Meine Mutter. Es brennt die Kerze auf meinem Tisch für meine Mutter die ganze Nacht, für meine Mutter. Mein Herz brennt unter dem Schulterblatt die ganze Nacht, für meine Mutter.
Nach dem Tod der Mutter wurde die Schwester Anna zur wichtigsten Bezugsperson. Doch als diese 1893 den Sänger Franz Lindwurm Lindner heiratete, hielt auch Else Lasker Schüler nichts mehr in ihrem Elternhaus. Obwohl der Vater und sie sich durchaus zugetan waren, seine Theaterbegeisterung und seinem kindlichen, vielleicht auch kindischen Gemüt wird die Tochter später gerne gedenken, fehlte doch jene innere Nähe, ohne die Else Lasker Schüler nicht leben wollte. Wie gesellschaftlich üblich und vorgesehen, führte auch ihr Weg aus dem Elternhaus über die Ehe, und so heiratete sie die Dichterin im Januar 1894, also im Alter von 25 Jahren, den 1860 geborenen Arzt Berthold Lasker, der vorübergehend in Elberfeld praktizierte. Lasker war in Berlin aufgewachsen und hatte auch seine medizinische Ausbildung in der Hauptstadt absolviert. Er stammte aus einer angesehenen jüdischen Familie, der Vater war Kantor, der Großvater Rabbiner. Und, Sie kennen den Namen wahrscheinlich, Lasker, er war ein passionierter, recht erfolgreicher Schachspieler. Sein jüngerer Bruder Emanuel Lasker, den er an das Spiel herangeführt hatte, war von 1894 bis 1921 amtierender Schachweltmeister. Der gebildete und philosophisch-literarisch interessierte Arzt und seine junge Ehefrau entschlossen sich noch im Jahr ihrer Hochzeit zu einem Umzug nach Berlin. Eine Entscheidung, die Else Lasker Schüler leicht gefallen sein dürfte, wenn auch die Sadowa-Straße in Elberfeld, wo das elterliche Haus stand, für sie stets ein Sehnsuchtsort blieb. Noch lange Jahre später versah sie ihr an einen engen Elberfelder Freund gerichteten Briefe mit dem Adresszusatz bei der Sadowa-Straße. Nach Berlin war Else Lasker Schüler als verheiratete Frau gekommen, und dieser Status ermöglichte ihr den Aufbau einer künstlerischen Existenz im Schutze einer bürgerlichen Verbindung. Doch letztere streifte sie rasch ab. Generell muss man sagen, das war der letzte bürgerliche Akt von Else Lasker Schüler, diese Eheschließung und der Weggang mit durch diese Ehe von Wuppertal nach Berlin. Also, sie streifte diese bürgerliche Verbindung rasch ab, auch wenn die offizielle Scheidung erst 1903 erfolgte. Unwillig und vielleicht auch unfähig, sich weiterhin in das Korsett gesellschaftlicher Normen einzufügen, fand sie in Berlin schnell Anschluss an einen Kreis von Gleichgesinnten. In den ersten Jahren nahm sie Zeichenunterricht bei Simson Goldberg, der sie als, Zitat, merkwürdig geniale Frau mit dem mysteriösen Charakter, mit Neigung zur Hyperästhesie, die beinahe in Halluzinationen ausarten, Zitat Ende, beschreibt. Neben dieser künstlerischen Ausbildung ließ sie sich auch in verschiedene literarische Zirkel einführen. Freundschaften schloss sie schnell, aber nur wenige blieben dauerhaft bestehen. Viele kapitulierten vor ihrer fordernden Exzentrik und einem unbedingten Bedürfnis nach intimer Nähe. Eine solche Nähe fand sie zeitweise bei Peter Hille, einem naturalistischen Schriftsteller, der bereits zu Lebzeiten eine Legende war. Nicht nur sein schwer zugängliches Werk und seine umfassende sprachliche und philosophische Bildung, sondern auch seine Persönlichkeit hinterließen bei den Zeitgenossen großen Eindruck. Kindlichkeit und Mystik muss der materiell erfolglose, völlig verarmte, zeitweise obdachlose Schriftsteller ausgestrahlt haben. Die lebensreformerische neue Gemeinschaft, deren Mitglieder sich ab 1902 in einem ehemaligen Sanatorium am Schlachtensee niederließen, sorgte schließlich für Hille, bis er 1904 im Alter von 49 Jahren starb. Im Umfeld der neuen Gemeinschaft ist Else Lasker Schüler auch mit Peter Hille in Berührung gekommen. Und aus dieser Begegnung entwickelte sich eine intensive persönlich und künstlerisch fruchtbare Beziehung. Hier, so beschreibt es Dorothee Ostmeier, Zitat, beginnt das dialogisch-poetische Spiel mit den Fiktionalisierungen der eigenen Identität, mit der ihrer Freunde und anderer von Hille und Lasker Schüler poetisch entworfenen Figuren. Zitat Ende. Zudem scheint Hille
mit seinem poetischen Kurzporträt, das 1904 in der Zeitschrift Kampf veröffentlicht wurde, die Rezeptionsgeschichte der Else Lasker-Schüler festgeschrieben zu haben. Sie ist, Zitat Hille, die jüdische Dichterin, Deborah, der schwarze Schwan Israels, eine Sappho, Prinzess Tino, kindlich und zugleich verbrannt vom Geiste. Zitat Ende. Als dieses Porträt erschien, lag die Veröffentlichung von Else Lasker-Schülers erstem Gedichtband Stücks, der keine expliziten Bezüge zu Juden und Judentum aufweist, 2 Jahre zurück. Der zweite Gedichtband, Der siebente Tag, der 1905 publiziert wurde, weist auch keine jüdischen Themen und Motive auf, jedenfalls nicht im Vordergrund. Doch Hilles hymnische Verehrung von Dichtung und Persönlichkeit lässt keinen Zweifel daran, dass er Lasker-Schüler in einem jüdischen Kontext wahrnahm und sie auch entsprechend rezipiert wissen wollte. Der Vergleich mit Heine darf in diesem Zusammenhang nicht fehlen. Doch während er, also Hille, Heine, Zitat, zu viel kleinliche Gehässigkeit, zu viel geriebenes Feuilleton unter seinen Werken, Zitat Ende, attestiert, ist seine jüdische Dichterin darüber hinausgewachsen, denn ihre, Zitat Hille, Seele steht in den Abendfarben Jerusalems, Zitat Ende. Auch wenn sich Else Lasker-Schüler spätestens mit den hebräischen Balladen, die 1913 erschienen sind, selbst in den Kontext jüdisch-orientalischer Mystik eingeschrieben hat, sind Peter Hilles Zuschreibungen jüdisch-weiblicher Identität, insbesondere auch in der negativen Abgrenzung gegen Heine, nicht unproblematisch. Die Besonderheit, die Einzigartigkeit von Person und Werk wurzeln aus seiner Sicht in der Verbindung von jüdisch-weiblichem Exotismus und der Loslösung von der Geschichte diasporischer Marginalisierung. Else Lasker-Schüler hätte dieser, also meiner, kritischen Lektüre von Hilles Porträt sicher widersprochen. Fühlte sie sich doch von ihm im Innersten verstanden. So setzte sie dem verstorbenen Freund und Mentor im Jahr 1906 mit dem Peter-Hille-Buch, hier sehen wir ja auch ein Detail des Covers von Else Lasker-Schüler gezeichnet, sie setzte ihm mit dem Peter-Hille-Buch ein Denkmal, das maßgeblich zu seiner weiteren Wahrnehmung beigetragen hat. Hille selbst wird in diesem Gedenkbuch nicht mit seinem bürgerlichen Namen genannt, sondern als Petrus bezeichnet, denn dem in diesem Kontext eine fast messianische Rolle zugewiesen wird, die in seiner fiktiven Grabinschrift, die zugleich der letzte Satz des Buches ist, kulminiert, die da lautet, er heißt, wie die Welt heißt. Wir hören nun 2 Passagen aus dem Peter-Hille-Buch, Petrus der Felsen und Petrus und ich im Tempel Jehovas. Petrus der Felsen. Ich war aus der Stadt geflohen und sank erschöpft vor einem Felsen nieder und rastete einen Tropfen Leben lang, der war tiefer als 1000 Jahre. Und eine Stimme riss sich vom Gipfel des Felsens los und rief, was geizst du mit dir? Und ich schlug meine Augen empor und blühte auf und mich herzte ein Glück, das mich auserlas. Und vom Gestein zur Erde stieg ein Mann mit hartem Bart und Haupthaar. Aber seine Augen waren samtene Hügel. Und kleine Kobolde kletterten über seinen Rücken und beklopften ihn mit ihren Hämmerchen und nannten ihn Petrus. Und wir stiegen ins Tal herab. Und der Mann mit dem harten Bart und Haupthaar fragte mich, von wo ich käme. Aber ich schwieg. Die Nacht hatte meine Wege ausgelöscht. Auch konnte ich mich nicht auf meinen Namen besinnen. Heulende, hungrige Norde hatten ihn zerrissen. Und der mit dem Felsennamen nannte mich Tino. Und ich küsste den Glanz seiner gemeißelten Hand und ging ihm zur Seite. Petrus und ich im Tempel Jehovas. Von der Chaussee steil auf stiegen viele Männer und Frauen mit ihren Kindern. Auf der Höhe steht der Sternentempel. Heute ist der Versöhnungstag des Jehova-Volkes.
Ehren und weich ist unser Tempel, süß und schwermütig seine Gesänge. Und Petrus sagte, wir wollen auf die Höhe steigen. Und die Wangen der Männer und Frauen wurden blass und Freude zitterten, als sie ihn sahen mit den leuchteten Feiertagaugen und dem ewigen Barte. Und der Priester sang und tausend Stimmen antworteten, unendlich wie die Wellen der Flüsse Babylons. Leise las Petrus die hebräischen Gesänge der Bibel. Wundervoll ist die Gestalt dieser alten Sprache. Wie Harfen stehen die Schriftzeichen, und etliche sind gebogen aus feinen Saiten. Ich berührte seine Hand und zeigte auf die vielen Silbersterne des weißen seidenen Vorhangs. Er verbarg Allerheiligstes. Schweigend gingen wir nebeneinander über die rissigen Steinstufen des Tempels hinaus in die wehende Wärme. Die Birken der Chaussee berührten sich innig mit den Ästen, und ich pflückte Petrus die Blumen, die am Wege standen. Hille war und blieb eine Instanz für Else Laskers Schüler, und sein Einfluss auf ihre künstlerische Entwicklung ist nicht zu unterschätzen. Insbesondere das Spiel mit Namen und die Fiktionalisierung von Identitäten sollten für sie selbst und ihr Werk prägend sein. So machte sich Else Laskers Schüler die von Hille entworfene poetische Identität der Prinzess Tino zu eigen und veröffentlichte 1907 schließlich den Prosaband Die Nächte Tino von Bagdads. Aus diesem Band hören wir jetzt den Abschnitt Achet Bey. Achet Bey ist der Kalif und ich bin Tino, Prinzessin, und weile im Palaste meines Oheims. Von einem kleinen Kuppelfensterchen aus kann ich ihn betrachten, wenn er auf seinem Dache liegt und die Nacht erwartet. Über Bagdad ruht sein Bart, und mit jedem Stern, der aufsteigt am Himmel, entschwindet eine Falte seiner faltenschweren Stirn. Müde Wüstenreisende reiten auf Dromedaren am Palast vorbei, Kha Machala, im schläfrigen Karawanenton. Mein Oheim, der Kalif, grüßt mit seiner großen Hand. Indessen ich durch heimliche Gänge über verwitterte Steinböden schleiche, an vergessenen Götzengebilden vorbei. Ich möchte kämpfen mit ihren schaurigen Krallen, aber der Duft der schwarzen Naemi-Rose seines Daches schwelgt mir entgegen. Naemi, es wissen alle am Hofe von der Jüdin seiner Jugend. Mein Oheim, der Kalif, hebt seine große Hand. Die schwarzen Fächerträger und Sudanneger gehorchen. Nur der Greise unter den Palastdienern nähert sich demütig seinem Ohre. Ich bin unverschleiert. Aber mein Oheim, der Kalif, wehrt ihn mit seiner großen Hand. Wir rauchen aus Samt umspannten Pfeifen Opium und trinken blaue Getränke aus Diamantkrügen. Und ich beuge mich über die Hieroglyphen seiner großen Hand. Am anderen Morgen müssen mir meine Sklavinnen Knabenkleider anlegen, und seinen Dolch mit dem Smaragd besetzten Griffe trage ich im Gürtel. Und wir reiten auf grauen Tierriesen nach den Vorhöfen. Dort werden die Verräter des Landes enthauptet. Mein Oheim, der Kalif, ruht zwischen zwei Marmorsäulen auf einem Kissen, das rot ist wie ein Mal, und erhebt und senkt die große Hand blutstrafend in den Tod. Enthauptete Söhne edler Mohammedaner-Geschlechter lehnen an Ungläubige. Nur der Kopf des jungen Fremdlings sitzt noch trotzig im Nacken. Dreimal holten sie ihn und dreimal brachten sie ihn, die knurrenden Henker, zurück in die vergitterte Nacht. Die große Hand meines Oheims flattert in meinen Schoß,
aber ich kann den sich aufbäumenden Hieroglyphen im Pochen seines Pulses nicht deuten. Er senkt endlich seine große Hand. Durch die Risse der Steintore tropft des Fremdlings Blut über die rauen, breiten Steine der Höfe hinweg bis vor die Füße des Kalifen. Nie hörte ich einen ewigeren Fluss. Er singt wie die Jehovapriester an ihren Feiertagen, wie der Mosegipfel des Sinai. Mein Oheim, der Kalif, liegt im Palast, tot auf seiner großen Hand. In den Moscheen beten die Derwische und drehen sich in ihren funkelnden Trauerkleidern, dunkle Sterne, die um seine Seele kreisen. Und morgens kommen die Totenweiber und heulen, und vor dem Palaste stehen schwarz vermummte Frauen und bieten heilige Ware feil. Katzen mit goldglänzenden Fellen für das Grab des Kalifen. Die schläfrigen Augen der Tiere sind von der Farbe der Naemi-Rose. Und Juden ziehen gen Bagdad, Knaben mit schwermütigen Augen und Mädchen, wilde schwarze Tauben, und sie werfen Steine auf des Fremdlings Grab, ziehen fluchend die Straßen entlang, ballen die Fäuste vor dem Palaste meines Oheims, des Kalifen. Er weilt bei Allah, aber den Juden sehe ich überall wandeln. Wie der Stein unter ihm ist sein Schritt, aber seine Lippen sind geöffnet. Rosige Dichterlippen, wie des Tyrannen Lippen, wenn er auf dem Dache lag und an Naemi dachte, die Jüdin seiner Jugend. Alle meine schwarzen Perlen sind eingesunken wie Höhlen. Von meinem Stirnreif hängen die dunklen Häupter meiner Vorfahren. Meine Lippen sind tot, aber aus meinen Augen steigen Feuersäulen, die drängen aller Sterne Spur nach, seinem singenden Blute nach. Ich tanze, tanze einen unendlichen Tanz, der zieht sich wie eine finstere Wolke über Bagdad. Ich tanze über die Wellen der Meere, wirble den Sand der Wüste auf, und vor dem Palaste lauscht das Volk und die jüdischen Knaben und Mädchen verstummen. Ja, es ist, sind rätselhafte Texte, die sie hier entwirft, die aber auf der anderen Seite auch, was man auch, glaube ich, schon beim Peter Hille Buch sehr deutlich gemerkt hat, natürlich stark Elemente der hebräischen Bibel verweben mit neutestamentlichen Textpassagen. Gleichnischarakter hat es manchmal fast. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch diese starke Exilebene, die sich zumindest meiner Meinung nach, die immer wieder auf das Esther-Buch zurückverweist, was ganz stark in dem Achid Bey-Text deutlich wird. Einig in der Begeisterung für Peter Hille waren sich Else Lasker-Schüler und ihr zweiter Mann, der fast 10 Jahre jüngere Pianist, Komponist, Schriftsteller und spätere Kunsthändler Georg Levin, dem sie den Namen Herwart Walden gab. Damit bezog sie sich, also Else Lasker-Schüler, auf den 1854 erschienenen Roman Walden or Life in the Woods des amerikanischen Schriftstellers Henry Thoreau. Diese Verbindung zwischen Walden und Lasker-Schüler, die 1903, also unmittelbar nach der Scheidung von Berthold Lasker, geschlossen wurde, entsprach auch dem traurigen Klischeebild einer Künstlerehe. Die sprichwörtliche Armut erschwerte beiden immer wieder das Arbeiten, oft fehlte das Notwendigste, selbst die Wohnungsmiete und das Geld für Zigaretten konnte nicht aufgebracht werden. Zudem musste der kleine Paul versorgt werden, der 1899, also noch während der Ehe mit Berthold Lasker, geboren worden war, auch wenn Else Lasker-Schüler dessen Vaterschaft stets bestritt bzw. die Vaterschaft überhaupt im Dunkeln ließ. Ihren vielgeliebten Sohn nannte sie nach dem ebenso vielgeliebten früh verstorbenen Bruder. Mit ihrem zweiten Mann fühlte sich die Dichterin vereint in der Begeisterung für die neue Kunst und damit die Erneuerung der Gesellschaft.
Damit ließen sich die starken Diskrepanzen zwischen den beiden Künstlern zunächst kompensieren. Die avantgardistische Zeitschrift Der Sturm, die Walden herausgab und für die Elsässer Schüler zahllose Beiträge verfasste, war ein Gemeinschaftsprojekt, das das ungleiche Paar eng miteinander verband. Doch die Spannungen nahmen zu und nachdem Herbert Walden 1911 die Schwedin Nell Roslund kennengelernt hatte, folgte im Jahr darauf Elses zweite Scheidung, die sie im Gegensatz zur ersten Trennung emotional stark mitnahm. Mit ihrem zweiten Mann hatte sie nicht nur ihren Geliebten, sondern auch ihren Kampfgefährten verloren, wie sie in einem Brief an Karl Kraus deutlich macht. Ich zitiere Lasker Schüler: Herwart beging Fahnenflucht, nicht Ehebruch. Die Trennung des Künstlerpaares wurde durch den gemeinsamen Bekanntenkreis und den Besuch derselben Veranstaltungen und Künstlercafés wie das Café des Westens, das Romanische Café oder das Café Josti nicht einfacher. Eine entsprechende Szene von 1912 beschreibt Maria Mark, die Frau des Malers Franz Mark. Zitat: Wir sahen Else Lasker Schüler zum ersten Mal, als wir mit Walden und seiner Frau Nell im Café Josti am Potsdamer Platz saßen. Sie war Walden und Nell damals sehr feindlich gesinnt und blieb mit ihren Bekannten an ihrem Tisch sitzen. Man schaute und blinzelte von einem Tisch zum anderen, ohne sich bekannt machen zu können. Zitat Ende. Doch nicht nur soziale Differenzen, sondern auch materielle Not belasteten die nunmehr alleinerziehende Mutter. Den Lebensunterhalt für sich und ihren Sohn, der zu diesem Zeitpunkt die Odenwaldschule besuchte, aus ihren geringen und vor allen Dingen unregelmäßigen Einkünften aufzubringen, war nur schwer möglich. Trotz ihrer Popularität konnte sie von ihren Publikationen und Lesungen kaum leben. Mehr als einmal rief Karl Kraus, der einflussreiche Herausgeber der Fackel, zu Spenden für die von ihm verehrte Dichterin auf. Neben diesen Sorgen trauerte sie auch um ihre Schwester Anna, die im Januar 1912 verstorben war. Damit hatte sie eine weitere zentrale und zuverlässige Bezugsperson verloren. Depressive Verzweiflung und Wutausbrüche waren die Folge, doch Paul zuliebe gab sie nicht auf. Doch trotz ihrer schwierigen Situation stieß sie mit ihrer extrovertierten Exzentrik nicht immer auf Verständnis. So gehörte beispielsweise Franz Kafka zu ihren Kritikern, die sich sowohl an Else Lasker Schülers Selbstinszenierung als auch an ihren Gedichten stießen. An seine Verlobte Felice Bauer schrieb Kafka im Februar 1913, ich zitiere: Ich kann ihre Gedichte nicht leiden. Ich fühle bei ihnen nichts als Langeweile über ihre Lehre und ihren und Widerwillen wegen des künstlerischen Aufwandes. Auch ihre Prosa ist mir lästig, aus den gleichen Gründen. Es arbeitet darin das wahllos zuckende Gehirn einer sich überspannenden Großstädterin. Aber vielleicht irre ich da gründlich. Es gibt viele, die sie lieben. Werfel zum Beispiel spricht von ihr nur mit Begeisterung. Ja, es geht ihr schlecht. Ihr zweiter Mann hat sie verlassen, soviel ich weiß. Auch bei uns sammelt man für sie. Ich habe 5 Kronen hergeben müssen, ohne das geringste Mitgefühl für sie zu haben. Ich weiß den eigentlichen Grund nicht, aber ich stelle mir sie immer nur als eine Säuferin vor, die sich in der Nacht durch die Kaffeehäuser schleppt. Zitat Ende. Im selben Jahr kam Else Lasker Schüler zu einer Lesung nach Prag, in deren Zusammenhang sich ein Vorfall ereignete, den die Prager Tageszeitung Bohemia folgendermaßen schildert. Zitat: Die Dichterin und der Polizist. Heute um 12 Uhr nachts erregte ein kurzer Vorfall die Beachtung der nächtlichen Passanten. Auf dem Altstädter Ring wurde eine abenteuerlich gekleidete Dame von einem Wachmann in brüsker Weise angefahren, weil sie mit verzückten Mienen und rhythmischen Schwingungen ihres Leibes unzusammenhängende Worte gegen das Firmament sang. Die Dame, die ein schwarzes Gewand und um den Hals, der von schwarzen wallenden Locken umsäumt war, eine Onyxkette trug, war Else Lasker Schüler. Vergeblich machten die Begleiter der Dichterin den Polizisten darauf aufmerksam, dass es sich um einen exotischen Gast aus Theben handle. Else Lasker Schüler spricht sich in ihren Gedichten immer als Prinz von Theben an, der hier ein morgenländisches Gebet verrichte. Das ist mir wurscht, antwortete der Wachmann.
Hier darf's niemand nicht singen, und forderte energisch die weltentrübte Dichterin zum Einstellen des Gesanges auf. Erschreckt fuhr diese zusammen und, erregt dem Wachmann das Wort Prinz ins Gesicht schleudernd, entfernte sie sich. Zitat Ende. Es ist durchaus vorstellbar, dass Kafka, der höchste Maßstäbe an sein schriftstellerisches Selbst stellte und gleichzeitig jede Form des Sich-Gehen-Lassens verabscheute, mit Else Lasker Schülers Kosmos nichts anzufangen wusste. Ergänzend verdeutlicht dieser anekdotische Zeitungsbericht, wie ernst es der Dichterin mit ihren künstlerischen Identitäten, ihren Personae war und wie sehr sie, zumindest zeitweise, der Realität entrückte. Zudem wurde sie von gesundheitlichen Problemen geplagt, ein schwaches Herz und immer wiederkehrende Unterleibsentzündungen, die mit starken Schmerzen und hohem Fieber verbunden waren, führten oft zu wochenlanger Arbeitsunfähigkeit. In dieser dunklen Zeit wurde die Bekanntschaft mit dem expressionistischen Maler Franz Marc, der ihre Gedichte bewunderte und Kontakt mit ihr aufnahm, zu einem rettenden Anker. Das Potenzial dieses künstlerischen Dialogs hat Else Lasker Schüler scheinbar sofort erkannt, zumal es zur rechten Zeit kam, um in einer Freundschaft jene Nähe wiederzufinden, die sie durch die Scheidung verloren hatte. Ihre Briefe an Franz Marc schrieb sie als Yusuf, Prinz von Theben, und diese Identität wird sich wie ein roter Faden nicht nur durch diese Korrespondenz ziehen. Zitat, Else Lasker Schüler: Blauer Reiter, ich bin aus Galiläa, ging dann nach Bagdad, kam dann nach Theben. So erklärt sich alles. Grüße dein Gemahl, der Prinz. Zitat Ende. Wie Sie sehen können, hat Franz Marc das auch aufgenommen. Zwischen Franz Marc, dem blauen Reiter, dem später auch die Rolle von Yusufs Halbbruder Ruben zugewiesen wird, also durch die Dichterin, und dem Prinzen, wurde vom Herbst 1912 bis zum Tod des Malers, er fiel 1916 vor Verdun, zahlreiche Briefe und Postkarten getauscht. Die Herausgeberin des Briefwechsels, Karin Haslinger, schreibt dazu, Zitat: In dieser einzigartigen Korrespondenz, in der Schwebe zwischen künstlerischer Gestaltung und alltäglicher Nachricht, zwischen Rollenspiel und praktischen Ratschlägen das reale Leben betreffend, findet ein Dialog statt, welcher die konventionellen Grenzen von Malerei und Literatur seiner Zeit sprengt. Zitat Ende. Und solche Rollenwechsel bzw. Zuschreibungen von Identitäten und Zugehörigkeiten sind gerade für diese Korrespondenz maßgeblich. Yusuf und Ruben, die Namen verweisen auf den biblischen Hintergrund, die Gestalt des Josef, Sohn von Jakob und Rahel, der sich vom verwöhnten Vaterliebling zum Reichsverweser von Ägypten entwickelt. Er hatte es der Dichterin schon als Kind angetan. Und wir hören einen Auszug zu Josef aus dem Hebräerland. Ich träume, rügte mich die Lehrerin fast täglich in der Schule, und die Folge davon, ich unten ansäße. Meine schwärmerische, herrliche Mama behauptete zwar, dass Träumen etwas Seltenes in der Welt. Josef von Ägypten habe viel geträumt, sogar dem Pharao die Träume gedeutet. Josef und seine Brüder war meine Lieblingsgeschichte, und ich durfte sie immer erzählen in der Religionsstunde. Ich sei ja der Josef von Ägypten selbst, rief eines Tages ganz dumm eine Mitschülerin. Darum glaubten es alle Kinder in der Klasse. Und mir kam's so vom Himmel hoch herunter, und ich vermochte seitdem gar nicht mehr aufzupassen. Daran mich erinnernd, verließ ich mein Bettchen, in den hohen Spiegel zu schauen, ob ich ihm wirklich ähnele. Und ich verspürte nicht die mindeste Angst, wie an so manchen Abenden allein oben im Schlafzimmer, vor den betrunkenen Gesellen, die vom Wald kamen und wie Messer so scharf vierstimmig sangen. Auch guckte heute der Mond, mein lieber blonder Onkel, durch eines meiner Fenster und ermutigte mich, mich ganz schnell als Jakobs Sohn Josef zu maskieren.
Mama würde mich schon erkennen, der ich so oft mein Theaterstück »Josef wird von seinen Brüdern verkauft« vorspielen musste. Ich kroch in meiner ältesten Schwester spitzenverzierte Hose, die mir bis auf den Boden reichte, und in das umfranzte Samtjäckchen meiner zweiten Schwester Annemarie, in deren Ärmeln meine dünnen Ärmchen zu ertrinken drohten. Aber um den Leib hatte ich mir eine himmelblaue Schärpe gewunden. Ganz ägyptisch, dachte ich. Und genau wie Josef sie trug, als Brotverweser und am Tage, als er sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Jeden Nachmittag pflegte ich auf dem geräumigen Fenstertritt, auf dem meine von mir angebetete Mama zu sitzen pflegte und, ach, zuweilen so schwermütig nach draußen blickte, ihr den Josef vorzuspielen. Darum erkannte sie mich auch zuerst unter den vielen bunten Masken schüchtern stehen. Und es berührte sie, der unaussprechlich rührende Zwischenfall, unsäglich. Sie entschwand in ihr kleines Wohnzimmerchen, das dem Saal angegrenzt, verweilte zwischen ihren lieben, kostbaren Elfenbeinbildchen bei ihrer so früh verstorbenen Mama, meiner feinen Großmama, der Dichterin Johanna Kopp, und ihrem spanischen Papa, aus Koralle geschnitzt. Diese Faszination für die Josefsgeschichte blieb bei Else Lasker-Schüler bis ins hohe Alter bestehen. So erklärte sie noch im Jerusalemer Exil, Zitat, »Immer ertappe ich mich in der Rolle des Josefs. Ich brenne darauf, meine Lieblingsgeschichte einmal hier auf dieser steinernen Urbühne zu spielen, in der Ursprache uraltem Hebräisch. Die Seele der Josefslegende, die einmal Wahrheit gewesen, wieder auferstehen zu lassen, sie zu verkörpern, in meinen Körper zu hüllen.« Zitat Ende. Die Josefsgeschichte fasziniert und faszinierte ihre Leser quer durch die Jahrhunderte. So schreibt Goethe in Dichtung und Wahrheit fast bedauernd. Zitat, höchst anmutig ist diese natürliche Erzählung, nur scheint sie zu kurz und man fühlt sich berufen, sie ins Einzelne auszumalen. Zitat Ende. Diese Aufforderung scheint Thomas Mann rund 200 Jahre später wörtlich genommen zu haben. Er befasste sich in seiner Tetralogie, die zwischen 1933 und 1943 erschienen ist, intensiv mit dem biblischen Stoff, der von Goethe so treffend als Erzählung bezeichnet wird. Für Else Lasker-Schüler waren Goethes Überlegungen wohl keine Inspiration. Ihr ging es auch nicht um die literarische Bearbeitung eines biblischen Stoffes, vielmehr fand sie sich selbst in der Geschichte und ihrem Protagonisten wieder. Josef, Yusuf, war der vielgeliebte und zunächst einzige Sohn von Jakob, Jakob und Rahel. War doch die rechte und liebste, Rahel, lange nicht schwanger geworden, während ihre ältere Schwester Lea und die beiden Mägde, Billa und Silpa, dem Patriarchen insgesamt 10 Söhne geboren hatten. Diese Sonderstellung neideten die Brüder dem bevorzugten Josef so sehr, dass sie ihn, wie sie sicher alle wissen, zunächst ermorden und schließlich verkaufen wollen. Nur Ruben, Sohn Leas und der älteste der 12 Brüder, trat für Josef ein, konnte sich aber nicht durchsetzen. Diesen einzigen Getreuen identifizierte Else Lasker-Schüler mit Franz Marc, während sie sich selbst in der Außenseiterstellung des gesegneten Josef sah. Sie fühlte sich zwar als Gottesliebling, aber vom eigenen Volk unverstanden und verstoßen. Und wie Josef die Gabe besaß, Träume zu deuten, so konnte sie ihre Traumbilder in Dichtungen fassen. Prägend für ihre Josef-Rezeption war aber das Schwellenstadium zwischen Verlust und Nicht-Angekommensein und damit die Zeitspanne, in der der biblische Josef seine Heimat verloren, das Land Ägypten, jedoch das ihm Erfolg und soziale Anerkennung ermöglicht, noch nicht erreicht hat. Dass sich die Dichterin bzw. der Prinz bei der Errichtung und Bevölkerung ihres Reiches Theben keinesfalls an die biblische Vorlage gebunden fühlte, sondern diese gleichsam als Quelle verstanden hat, aus der sich zahllose Geschichten speisen lassen, die sich wiederum eigenständig entwickeln, ist kaum verwunderlich. In diesem orientalischen Kosmos
die der Else bis zu ihrem Lebensende begleitet hat, wurden alle Freunde mit einbezogen. Sei es durch werkimmanente Zuschreibungen oder schriftliche und wahrscheinlich auch mündliche Berichte. So beginnt beispielsweise ein Brief an den Schriftsteller Paul Lepine wie folgt, Zitat: Es lagen hier 1000 Dinge für die Regierung in Theben zu erledigen, Zitat Ende. Und in einem Schreiben an den Berliner Germanistikprofessor Richard Moritz Meyer überlegt sie, wohin, Zitat, das große Geschenk ihrer Stadt an Theben, Zitat Ende, es handelt sich wohl um eine finanzielle Zuwendung, zu schicken ist. Unterzeichnet sind diese Briefe, so wie die meisten Briefe der Dichterin ab 1910 von Prinz Yusuf von Theben. Und so wie Franz Marc zu Ruben wurde, wurden auch andere Freunde tibetisiert, wie beispielsweise Ramsenit von Gibbon, hinter dem sich der in München ansässige Schriftsteller Karl Wolfskehl verbarg. Die Entwicklung von Prinzessin Tino, die bereits im Orient verortet war, zu Prinz Yusuf hatte sich fließend vollzogen und manifestierte sich in der Erzählung Der Derwisch von 1908. Hier vollzieht sich der Übergang von einer Ich-Figuration zur anderen. Dennoch unterzeichnet sie noch 1910 ihre Briefe, je nach Adressat, mit Tino von Bagdad, bevor diese dann Yusuf von Theben wich, wenngleich Tino in späteren Briefen vereinzelt wieder zutage tritt. In zwei wohl 1910 verfassten Schreiben an den Kunsthistoriker Eduard Plitsch ging sie näher auf ihre bzw. Josef Yusufs Geschichte ein. Und wir hören zwei Auszüge aus den Briefen an Eduard Plitsch. Sie sind ein deutscher Prinz und König, und ich bin aus Kana, Jakobs Sohn, und trage den lammblutenden Rock. Als sie vor einigen Tagen auf einmal vor meiner Pforte standen, ich sie einließ, wollte ich ihnen am Abend schreiben, aber ich dachte, es sei aufdringlich. Sie sind mir einmal schon in meiner Bibelzeit begegnet, und Träume habe ich gedeutet, ihre Träume. Nachher wurde ich Kornverweser, aber davon wissen sie nichts. Sie erinnern sich meiner nicht mehr, denn das Germanenblut verwischt. Ich möchte stundenlang mit ihnen sprechen, dann freue ich mich. Ich kann noch immer Träume deuten, Herr, und weissagen, aber ein Kind bin ich nicht. Wohl aber Yusuf und mag das Kind im Weibe nicht. Und du glaubst mir noch immer nicht, süßer König, dass ich Josef der Ägypter bin? Ich trug am Abend, als du in den Vorhof tratst, nicht meinen bunten Rock. Ich werde ihn aber anlegen, wenn du heimkehrst. Und wenn dir mein Bild gefällt, dann magst du es behalten. Ich flöte die Herde zusammen. Ich sende es dir nicht, weil es mein Bild ist, das wäre ja aufdringlich. Ich beweise nur mit ihm, dass ich es bin und dass ich verkauft bin wie Josef und dass ich Träume deute, dass ich liebe wie Josef von Ägypten. Nicht gnädige Frau. Ich heiße eigentlich Tino. Die biblischen Bezüge treten in diesen Briefen besonders eindrucksvoll hervor. Die Kleidung Josefs weist ihn einerseits als besonderen Liebling des Vaters Jakob aus, der ihm einen bunten Rock zum Geschenk machte und damit der Eifersucht der Brüder noch Vorschub leistete. Andererseits verweist der lammblutende Rock wieder auf seine Paria-Stellung und damit auf das erwähnte Schwellenstadium, in dem Yusuf von Theben und Else in Berlin zu verharren gezwungen waren. Doch auch jenseits von Texten hatte Yusuf bereits Gestalt angenommen. Er wurde auch zum Protagonisten ihres zeichnerischen Werkes, haben Sie schon gesehen, und selten enthält ein mit Yusuf unterschriebener Brief keine Abbildung. Und auch eine bekannte Fotografie, die wir hier sehen, die haben Sie sicherlich auch alle schon mal gesehen, das ist eine Standardillustration von Else Lasker Schüler Texten und Vorträgen. Diese bekannte Fotografie von 1910 zeigt die Künstlerin in einer an ägyptische Reliefs erinnernden Pose, die von Sigrid Bauschinger wie folgt beschrieben wird, Zitat:
im Profil nach links schreitend, in einer schwarzen Taftjacke und ebensolchen Pluderhosen und einem selbstverfertigten Muschelgürtel, der wie 1000 Jahre im Meer gelegen aussieht und fast so riecht und in dem ein kleiner Dolch steckt. Die Anmerkung zum Gürtel stammt von Else Lasker-Schüler selbst. Mit dieser, heute würde man sagen, Queerung wurde die Prinzessin zum Prinzen, auch die Geschlechtergrenzen verloren also ihre Bedeutung. Hier wird erneut deutlich, dass mit Theben und Prinz Yusuf die Grenzen zwischen Imagination und Realität, zwischen Träumen und Wachen verwischen. Die Dichtung wird zur Wahrheit, die Wahrheit zur Dichtung. Die äußere Erscheinung Else Lasker-Schülers, wie sie in einer Beschreibung Gottfried Benz überliefert ist, mit dem sie in den Jahren 1912, 1913 eine kurze, aber intensive Beziehung verband, macht diese Grenzverwischung überdeutlich. Zitat: Sie war klein, damals knabenhaft schlank, hatte pechschwarze Haare kurz geschnitten, was zu dieser Zeit noch selten war. Große, rabenschwarze, bewegliche Augen mit einem ausweichenden, unerklärlichen Blick. Man konnte weder damals noch später mit ihr über die Straße gehen, ohne dass alle Welt stillstand und ihr nachsah. Extravagante weite Röcke und Hosen, unmögliche Obergewänder, Hals und Arme behängt mit auffallend unechtem Schmuck, Ketten, Ohrringe, Talmiringen an den Fingern und die sich unaufhörlich die Haarsträhnen aus dem Gesicht strich. Da waren diese, man muss schon sagen, Dienstmädchenringe immer in aller Blickpunkt. Sie aß nie regelmäßig, sie aß wenig. Oft lebte sie wochenlang von Nüssen und Obst. Sie schlief oft auf Bänken. Sie war immer arm, in allen Lebenslagen und zu aller Zeit. Das war der Prinz von Theben, Yusuf, Tino von Bagdad, der schwarze Schwan. Und dies war die größte Lyrikerin, die Deutschland hatte. Zitat Ende. Das hatten Sie ja schon zitiert vorhin, Frau Roos. Die größte Lyrikerin, die Deutschland hatte. Yusuf war keine literarische Figur, vielmehr hatte sich Else Lasker-Schüler diese in einem Akt der persönlichen Anverwandlung angeeignet. Auch der Orient oder vielmehr die orientalisierte Bilderwelt des Prosawerkes ist untrennbar sowohl mit biblischen Elementen als auch mit ihrem Berliner Alltag verwoben und war ihre Antwort auf das Kaiserreich, in dem sie lebte und litt, das sie aber auch liebte. Sie folgte damit natürlich dem Zeitgeist, war der Orient doch seit der Übersetzung der Märchen aus Tausend und einer Nacht ins Französische Anfang des 18. Jahrhunderts und rund 100 Jahre später erschienenen westöstlichen Divan von Goethe zum fantastischen Sehnsuchtsort der Europäer geworden. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gehörten die beliebten Völkerschauen, die den angeblichen Exotismus der Fremde vor der eigenen Haustür erfahrbar machten, ebenso zur Alltagskultur wie orientalisierende Tanz- und Theatervorstellungen. So wurden beispielsweise die Schleiertänze, mit denen Louis Faller in Paris das Publikum begeistert und zahlreiche Künstler inspirierte, auch von Berliner Tänzerinnen zur Aufführung gebracht. Doch Else Lasker-Schülers Orient ist weder den literarischen Adaptionen und Annäherungen des 18. und 19. Jahrhunderts noch der zeitgenössischen Populärkultur verpflichtet. Sie legte ihre eigene Spur. Ihr Orient ist geprägt von Juden und Muslimen, von interreligiösem Dialog und wechselseitigem Respekt, wie nicht zuletzt auch die Wahl der arabischen Namensvariante Yusuf zeigt. Der Prinz ist aber auch ein Krieger. Wie ihre Biografin Sigrid Bauschinger treffend feststellt, Zitat: Er trägt Stiefel, den Dolch im Gürtel oder den Speer in der Hand, den Kopf zur Seite gewandt mit grimmigem Gesichtsausdruck, aber immer schmückt besänftigend eine Mondsichel sein und darin ein Stern die Wange. Zitat Ende. Er streitet für die Kunst, die Avantgarde und ist vielleicht auch Repräsentant eines selbstbewussten Judentums. Verwoben mit den bereits erwähnten genealogischen Mustern, bestehend aus biografischen und dichterischen Elementen, ist dieser Orient auch ein sehr persönlicher Erinnerungsraum, aber eben kein Elysium, sondern er wurzelt in der Erkenntnis, dass auch die sogenannte Realität ein Konstrukt ist und als solches der Fiktionalisierung und sprachlichen Imagination offensteht.
Auch die tiefen Erschütterungen und Verluste des Ersten Weltkriegs fanden Eingang in Else Lasker-Schülers Werk. So ist der 1919 erschienene Briefroman Der Malik auch ein Versuch, den Tod von Franz Marc zu verarbeiten. Gleichzeitig wird im Malik auch Gottfried Benn bzw. das Verhältnis zwischen Else Lasker-Schüler und dem jungen Arzt und oder jüngeren Arzt und Dichter thematisiert. Er tritt unter dem Namen Giesel her auf und die Germanisierung seiner Person bildet einen scharfen Kontrast zur Selbstorientalisierung Lasker-Schülers, die sich auch in diesem Roman als Josef und Malik, also Malik Melech, König, einschreibt. Gottfried Benn, der zu dieser Zeit seine ersten lyrischen Versuche unternahm, wurde von der älteren Dichterin protegiert und sie erkannte, und wie so oft hatte ihr Urteil Bestand, das Potenzial seiner Lyrik und empfahl ihn Verlegern und Lektoren. Sie selbst erlebte und erlitt eine ebenso rauschhafte wie zerstörerische Beziehung, die sich in verschiedenen Texten und Gedichten abbildet, die Benn gewidmet sind. Und wir hören jetzt zwei Gedichte und einen kurzen Prosatext zu Gottfried Benn. Giesel her dem Knaben. An meiner Wimper hängt ein Stern. Es ist hell. Wie soll ich schlafen? Und möchte mit dir spielen. Ich habe keine Heimat. Wir spielen König und Prinz. Ich bin dein Prinz. Dein Leib ist hold aus allen bunten Farben. Dein Leib ist eine Seele. Giesel her dem König. Ich bin so allein. Fänd ich den Schatten eines süßen Herzens oder mir jemand einen Stern schenkte. Immer fingen ihn die Engel auf, so hin und her. Kann nicht beten vor Schluchzen und fürchte mich vor der schwarzen Erde. Wie soll ich fort? Möchte in den Wolken begraben sein, überall, wo Sonne wächst. Liebe dich so. Du mich auch? Sag es doch. Dr. Benn. Er steigt hinunter ins Gewölbe seines Krankenhauses und schneidet die Toten auf. Ein Nimmersatt, sich zu bereichern an Geheimnis. Er sagt, Tod ist Tod. Dennoch fromm im Nichtglauben liebte er die Häuser der Gebete, träumende Altäre, Augen, die von fern kommen. Er ist ein evangelischer Heide, ein Christ mit dem Götzenhaupt, mit der Habichtnase und dem Leopardenherzen. Sein Herz ist fellgefleckt und gestreckt. Er liebt Fell und er liebt Met und die großen Böcke, die am Waldfeuer gebraten wurden. Ich sagte einmal zu ihm, sie sind allerlei herb, lauter Fels, raue Ebene, auch Waldfrieden und Bucheckern und Strauch und Rotrotdorn und Kastanien im Schatten und Goldlaub, braune Blätter und Rohr. Oder sie sind Erde mit Wurzeln und Jagd und Höhenrauch und Löwenzahn und Brennnesseln und Donner. Er steht unentwegt, wankt nie, trägt das Dach einer Welt auf dem Rücken. Wenn ich mich vertanzt habe, weiß nicht, wo ich hin soll, dann wollte ich, ich wäre ein grauer Samtmaulwurf und würfe seine Achselhöhle auf und vergrübe mich in ihr. Eine Mücke bin ich und spiele immerzu vor seinem Gesicht, aber eine Biene möchte ich sein, dann schwirrte ich um seinen Nabel. Lang bevor ich ihn kannte, war ich seine Leserin, sein Gedichtbuch Morg lag auf meiner Decke. Grauenvolle Kunstwunder, Todesträumerei, die Kontur annahm, Leiden reißen ihre Rachen auf und verstummen. Kirchhöfe wandeln in die Krankensälen und pflanzen sich vor die Betten der Schmerzensreichen an. Die kindtragenden Frauen hört man schreien aus den Kreissälen bis an das Ende der Welt. Gottfried Benn ist der dichtende Kokoschka. Jeder seiner Verse ein Leopardenbiss, ein Wildtiersprung,
Der Knochen ist sein Griffel, mit dem er das Wort auferweckt. Die sich überlagernde, erotisch-amoröse und animalisch-unheilvolle Metaphorik verweist auf die starken Ambivalenzen dieser Liaison. Ambivalenzen, die durchaus sinnbildlich sind für Else Lasker-Schülers gesamtes Leben. Ihre engen Verbindungen und Bindungen auf geistiger und körperlicher Ebene beflügelten sie künstlerisch. Die einzigartigen und unvergleichlichen Werke entstanden in einem Kosmos zwischenmenschlicher Beziehungen zwischen Berlin und Theben. Dennoch sind ihr Werk und Leben letztendlich von Verlust durchzogen. Der Tod von Bruder und Mutter prägten das Kind und die junge Frau. Der Verlust zahlreicher Freunde und Weggefährten wie Franz Marc und Georg Trakl im Ersten Weltkrieg erschütterten sie tief. In ihrem Prosatext an Franz Marc nimmt sie Abschied vom Blauen Reiter. An Franz Marc. Der Blaue Reiter ist gefallen. Ein großbiblischer, an dem der Duft Edens hing. Über die Landschaft warf er einen blauen Schatten. Er war der, welcher die Tiere noch reden hörte, und er verklärte ihre unverstandene Seelen. Immer erinnerte mich der blaue Reiter aus dem Kriege daran, es genügt nicht, alleine zu den Menschen gütig zu sein. Und was du namentlich an den Pferden, da sie unbeschreiblich auf dem Schlachtfeld leiden müssen, Gutes tust, tust du mir. An den roten Strand ist er gekommen. Seinen Riesenkörper tragen große Engel zu Gott. Der hält seine blaue Seele, eine leuchtende Fahne in seiner Hand. Ich denke an eine Geschichte im Talmud, die mir ein Priester erzählte, wie Gott mit den Menschen vor dem zerstörten Tempel stand und weinte. Denn wo der blaue Reiter ging, schenkte er Himmel. So viele Vögel fliegen durch die Nacht, sie können noch Wind und Atem spielen. Aber wir wissen nichts mehr hier unten davon. Wir können uns nur noch zerhacken oder gleichgültig aneinander vorbeigehen. In dieser Nüchternheit erhebt sich drohend eine unermessliche Blutmühle und wir Völker alle werden bald zermahlen sein. Wir schreiten immer fort über wartende Erde. Der blaue Reiter ist angelangt. Er war noch zu jung zu sterben. Nie sah ich irgendeinen Maler Gott ernster und sanfter malen wie ihn. Zitronenochsen und Feuerbüffel nannte er seine Tiere und auf seiner Schläfe ging ein Stern auf. Aber auch die Tiere der Wildnis begannen pflanzlich zu werden in seiner tropischen Hand. Tigerinnen verzauberte er zu Anemonen, Leoparden legte er das Geschmeide der Levkoje um. Er sprach vom reinen Totschlag, wenn auf seinem Bild sich der Panther die Gazelle vom Fels holte. Er fühlte wie der junge Erzvater in der Bibelzeit. Ein herrlicher Jakob er, der Fürst von Kana. Um seine Schultern schlug er wild das Dickicht. Sein schönes Angesicht spiegelte er im Quell und sein Wunderherz trug er oftmals in Fell gehüllt wie ein schlafendes Knäblein heim über die Wiesen, wenn es müde war. Grüße mir dein Liebweib, blauer Reiter, deinen Knecht, deine Magd, deinen Esel im Stall, deine Rehe und Hirsche auf der Weide. Und vergiss nicht, mein süßer Halbbruder, den Russell, deinen treuen Hund. Das war alles vor dem Krieg. Aber es sollte nicht bei den Gefallenen, den Kriegstoten bleiben. Ihr Sohn Paul, das so sehr geliebte Kind, erkrankte Mitte der 1920er Jahre an Tuberkulose. Doch nicht nur die emotionale Belastung und großen Ängste musste sie alleine tragen,
sondern auch die langen Behandlungen und Kuren finanzieren. Diese Sorgen erdrückten sie fast. Auch wenn gute Freunde immer wieder aushalfen, wusste sie manchmal kaum, wie sie die medizinische Betreuung bezahlen sollte, an der letztendlich Pauls Leben hing. Sie musste schreiben, veröffentlichen, zu Lesungen reisen, Bilder zeichnen und verkaufen, Fitbriefe formulieren und gleichzeitig in der Nähe ihres Sohnes sein, der meistens in der Schweiz behandelt wurde. Mein Leben, schreibt sie, immer eine andere Verzweiflung. Dieser Satz ist einem Brief von Ludwig von Ficker entnommen und in ihm spiegelt sich die Dunkelheit dieser Zeit. Die Katastrophe blieb ihr nicht erspart. Pauls Zustand verschlechterte sich und in den letzten Wochen pflegte Else ihn in ihrer Berliner Wohnung. Im Dezember 1927 verstarb er. Seine Mutter blieb in tiefem Schmerz zurück. Zitat: Mein geliebtes einziges Kind, mein wunderschöner Junge, ist am 14. Dezember gestorben. Ich bin noch betäubt. Zitat Ende. Schrieb sie an Marcel Briand und in ihrem Gedenkgedicht an mein Kind sowie ihrem Prosatext Mein Sohn wird deutlich, dass es für diesen Verlust, wie schon für den Tod der Mutter, keinen Trost gibt. An mein Kind. Immer wieder wirst du mir im scheidenden Jahre sterben, mein Kind, wenn das Laub zerfließt und die Zweige schmal werden. Mit den roten Rosen hast du den Tod bitter gekostet. Nicht ein einziges welkendes Pochen blieb dir erspart. Darum weine ich sehr, ewiglich, in der Nacht meines Herzens. Noch seufzen aus mir die Schlummerlieder, die dich in den Todesschlaf schluchzten, und meine Augen werden sich nicht mehr der Welt zuwenden. Das Grün des Laubes tut ihnen weh, aber der Ewige wohnt in mir. Mein Sohn, herbe Bescheidenheit, alle Sensation gemieden, er, der Begabte, schob die Bilder seiner Freunde vor und zeigte sie. Als der Simplicissimus seine Zeichnungen sah, wurde er Mitarbeiter dieses Blattes, wenn auch erst ein Bild erschienen war. Seine übertriebene Wahrheitsliebe und ein Adel des Wesens. Ich wollte, dass er sich in seinem Studium entwickelte. Manzel, Präsident der Akademie, hat ihn aus der Schule genommen, denn er zeigte eine Fertigkeit der Zeichnungen, wie es ihm bei einem Schüler so junger Jahre noch niemals vorgekommen ist. Franz Marc behauptete immer, er sei zu weit voran im Zeichnen, es wäre unheimlich. Mit 2 Jahren schon zeichnete er vor dem Kinderarzt Dr. Vogel so begabt, dass der Arzt mich bat, ihn mit zu einem Kongress zu nehmen. Alles, was man mir nicht wagte anzutun, musste mein Junge ertragen. Im Grunde war ihm alles Äußere egal. Er suchte die Liebe wie seine Mutter. Er suchte nach dem Wunder eines blonden Mädchenherzens. In seinem Herzensgrund wohnte eine schamhafte Weichheit sondergleichen. Er war ein Grand Seigneur wie mein Vater und meine Brüder und hatte die Zurückhaltung und Grandezza meiner teuren Mutter. Mit allerkleinsten Kindern schlug er Purzelbäume und spielte mit ihnen Eisenbahn auf dem Boden sitzend. Er war immer 17-jährig, ein großes Kind, wie jeder Künstler. Nun liegt er bei mir im Zimmer, bei seiner Mutter, nach jahrelangem Leiden, das er männlich ertrug, erlöst. Es geschah, dass er mich bat, hinter den Vorhang zu gehen. Ich musste es ihm beeiden. Er konnte vor Schwäche kaum noch sprechen. Ich sollte nicht sehen, dass er stirbt. In einer kleinen Weile trieb mich die Unruhe wieder an sein Bett. Er war im Sterben. Er sah übermächtig schön aus. Jetzt glaube ich an der Seele Odem. Wie Gott einatmete den Menschen, so unsäglich strömte er sie wieder in die Seligkeit aus.
Krankheit und Tod des Sohnes hatten die Dichterin auch körperlich gezeichnet. Dennoch entfaltete sie in dem kalten Berliner Winter eine nahezu hektische Tätigkeit. Und die folgenden Jahre waren trotz der großen Trauer ihre vielleicht erfolgreichste Zeit. Zahlreichen Lesungen wurden als vielbeachtete Ereignisse in der Tagespresse kontrovers diskutiert und auch ihre Zeichnungen fanden zunehmend Beachtung. Vor dem Hintergrund des zunehmenden Antisemitismus machte ihr die Verleihung des Kleist-Preises, der bedeutendsten literarischen Auszeichnung der Weimarer Republik, im November 1932 keine Freude mehr und die schmähenden Reaktionen der völkischen Presse ließen überdeutlich erkennen, in welche Richtung Deutschland sich entwickelte. Sie selbst musste das am eigenen Leibe erfahren. Der Heimweg wurde zu einem täglichen Spießrutenlauf. Immer wieder lauerten ihr rechte Schläger auf, die sie belästigten und auch körperlich angingen. Die Entscheidung, Berlin zu verlassen, fiel ihr schwer, aber die Zustände waren unerträglich geworden, als sie im April 1933 ihrer langjährigen Heimatstadt den Rücken wandte und sich nach Zürich abreiste. Das von Heimweh und finanziellen Nöten geprägte Schweizer Exil wurde von zwei Palästina-Reisen 1934 und 37 unterbrochen. Erstere bildete die Grundlage des Hebräerlandes, das 1937 erschien. Und wir hören einen längeren Auszug zu Palästina aus dem Hebräerland. Will man von Palästina erzählen, geschmacklos sich einen Plan zu konstruieren. Ganz Palästina ist eine Offenbarung. Palästina getreu zu schildern, ist man nur imstande, indem man das Hebräerland dem Zweiten offenbart. Man muss gerne vom Bibelland erzählen. Wir kennen es ja alle schon von der kleinen Schulbibel her. Nicht wissenschaftlich, nicht ökonomisch. Palästina ist das Land des Gottesbuchs, Jerusalem, Gottes verschleierte Braut. Ich kam von der Wüste aus, reiste zur heiligen Hochzeit, eingeladen zur Feier, die immer Jerusalem umgibt. Immer ist Hochzeit unter dem Baldachin seines Himmels. Gott hat Jerusalem lieb. Er hat es in sein Herz geschlossen. Er hat diese ewige Stadt der Städte erwählt. Jeder Gast, der in diese Stadt kommt, wechselt sein Kleid mit der Weihe des Gewands. Diese fromme Wandlung verpflichtet den Menschen, sich feierlich und artig zu benehmen, die andächtige Stimmung der auserlesenen, erhobenen Stadt nicht zu erschrecken. Ich muss sagen, ich habe nie ein überlautes Wort, nie einen schrillen Ton in Jerusalem vernommen, weder in seinen Straßen noch in seinen Häusern und Palästen. Man hört darum deutlicher Gott atmen. Überwältigt von seiner Nähe beginnt der Mensch zu beben. Man muss sich an Gott gewöhnen und tut gut, sich zu reinigen, immer besser zu werden. Die Seele wird von tiefer Furcht ergriffen, beginnt zu brennen. Manchmal hätte ich mich gern vor Gott versteckt. Nicht alle Menschen, die in das Land Palästina reisen, leben dort im Bewusstsein ihrer Aufgabe. Palästina verpflichtet. Sich erholen, namentlich im seelischen Sinne, ist Jerusalem, Palästinas Hauptstadt, der rechte Ort, das heilende Bad der Seele. Denn die Stadt segnet den Menschen, der sich nach dem Segen sehnt. Die fromme Stadt tröstet den, der getröstet werden möchte. Jerusalem ist die Sternwarte des Jenseits, der Vorhimmel des Himmels. In dieser himmlischen Schöpfung wurde der erste Tempel gebaut. Nach greisen Zeiten war es Herzl, der tote Melech, der lebendige, unsterbliche Wegweiser Theodor Herzl, der auf seines Herzens Papyrus den Wiederaufbauplan des Hebräerlandes entfaltete. Er begann, die ehrwürdige, ehrfürchtige Mumie auszugraben. Amen. Ich verweile andächtig.
Palästina ist gedanklich das fernste Land der Welt. Ich wollte ja nur feststellen, ob man überhaupt wieder auf die Erde zurückkomme, und reiste ab. Mir ist, ich bin auf einem anderen Stern gewesen. Mich bringt niemand von diesem Glauben ab, am allerwenigsten der Geograf. Ich reiste nach Europa zurück auf dem mächtigen Schiff Jerusalem. Wenn nicht am Morgen und am Abend die fröhlichen hebräischen Kolonisten, die kindlichen Judenbauern auf Deck ihre rührenden Volkslieder gesungen, hätte ich mich trotz der vielen netten Passagiere als einsamste Passagierin gefühlt. Welcher Jude wäre auch fähig gewesen, den Grund meiner Rückfahrt zu verstehen und zu billigen? Es tanzten auf unserem Schiff die kernigen jüdischen Landleute, die Chaluzim mit ihren bildhübschen Bäuerinnen unter freiem Himmel. Die Söhne und Töchter etlicher wohlhabender Judenfamilien Europas pilgerten schon vor vielen, vielen Jahren nach Palästina, ins gebenedeite Land, verließen Elternhaus und seine Obhut, sich der Erde des heiligen Landes zu weihen, die Sümpfe Tiberias zu trocknen, ja, ihr Leben zu opfern, mit Freuden hinzugeben für den Dienst des Herrn. Denn Palästina ist seine Wohnung. Mit großer Bewunderung und Verehrung begegnete ich diesen Reisegenossen, den mutigen Pionieren des Bibellandes, seinen Helden. Es verstummte mein Mund vor Hochachtung, da ich in einer der nächstliegenden Kolonien noch vor kurzem den fleißigen, schlichten Menschen begegnete. Rügte auch die kleine Reisegesellschaft, der ich mich am Morgen zum Aufbruch ins Emek angeschlossen hatte, meine Oberflächlichkeit in wirtschaftlichen Dingen. Besonders meine Unerfahrenheit im Dunst, allerdings im Gesunden der großzügigen Kuhställe der Kolonie, wetteiferten in Ratschlägen, die sie dem sachverständigen, gewissenhaften Verwalter zu erteilen sich erlaubten. Die kleinen, ein- und zweijährigen Judenkosaken auf ungesattelten Pferden hatten es mir angetan. Sie galoppierten zwischen den Hecken der roten Erde. Am Schabbat wird es den Kindern erlaubt, sich herumzutollen mit ihren wiehernden Lieblingen. Es ruht vom Hauch des Feiertages noch lässig die Arbeit. Zu zweien, zu dreien sitzen die glücklichsten jüngsten Adonis und die zauberhaft niedlichen, lieblichen Geverets auf den Rücken der lieben, geduldigen Tiere, die ihre kleinen Reiter und Reiterinnen lieben und mitmachen. Über die hebräische Pusta, jauchzend und schnaubend, sausen sie über Stock und Stein. Ich gestehe, schon auf dem Schiff wieder nach Europa empfand ich eine brennende Sehnsucht, sondergleichen zurück nach unserem lieben, heiligen Lande, nach Jerusalem namentlich. Wie nach einem von mir verlassenen, urverwandten, versteinten Geschöpf. Ein Skarabäus ist Palästina. Ein jeder Jude ist mit seinem Erzstoff geimpft. Als Else Lasker Schüler 1938 die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt wurde, verfiel auch ihre Schweizer Aufenthaltsgenehmigung. Sie wurde nur noch geduldet. Ihr Versuch, nach einer dritten Palästina-Reise 1939 in die Schweiz zurückzukehren, scheiterte. Das Visum blieb aus. Am 23. August weist die eidgenössische Fremdenpolizei jeglichen Aufenthalt für 2 Jahre außer zur Durchreise aus vorsorglich armen polizeilichen Gründen über Fremdung ab. Der unmittelbar folgende Kriegsausbruch machte alle noch verbleibenden Hoffnungen auf eine Rückkehr nach Europa zunichte. So verbrachte sie ihre letzten Jahre in Jerusalem, zunächst wieder einmal mit Einsamkeit und Geldsorgen kämpfend, fügte sie sich doch immer mehr ein, lebte sich ein und fand auch wieder Menschen, denen sie sich nahe fühlte und die sich ihrer annahmen. Intensive Freundschaften, wie zu dem Pädagogen und Historiker Ernst Akiba Simon, den sie anschwärmte, und dem Schriftsteller und Bibliothekar Werner Kraft, der ihr verständnisvoll begegnete, ermutigten sie
und führten zu neuer literarischer Produktivität. Allen Widrigkeiten, die das Leben in Palästina mit sich brachte, zum Trotz, verfasste sie ihre bekanntesten und vielleicht auch schönsten Liebesgedichte in Jerusalem, im Exil. Als Else Lasker Schüler am 22. Januar 1945 an den Folgen eines Herzanfalls verstarb, beklagte Werner Kraft in seinem Tagebuch den großen Verlust und beschwor die Erinnerung an die große jüdische Dichterin. Zitat: Solange es Juden gibt, die wissen, dass die höchste Poesie der Welt nicht nur von den Griechen, sondern auch von den Psalmen kommt, solange es Menschen gibt, die eine Ahnung von der Tiefe der deutschen Sprache haben, werden Else Lasker Schülers Verse gelesen und geliebt werden. Zitat Ende. Überschrieben war dieser Tagebucheintrag mit der ersten Strophe von Else Lasker Schülers Gedicht Gebet. Und das wollen wir zum Abschluss hören, und wir sehen es auch in Jerusalem. Heute, also 2007, wurde eine Skulptur errichtet, die der Engel von Jerusalem, der auf dieses Gedicht Bezug nimmt. Gebet. Ich suche aller Landen eine Stadt, die einen Engel vor der Pforte hat. Ich trage seinen großen Flügel, gebrochen schwer am Schulterblatt, und in der Stirne seinen Stern als Siegel, und wandele immer in die Nacht. Ich habe Liebe in die Welt gebracht, das Blau zu blühen jedes Herz vermag, und hab ein Leben müde mich gewacht, in Gott gehüllt den dunklen Atemschlag. O Gott, schließ um mich deinen Mantel fest. Ich weiß, ich bin im Kugelglas der Rest. Und wenn der letzte Mensch die Welt vergießt, du mich nicht wieder aus der Allmacht lässt und sich ein neuer Erdball um mich schließt. Schwieriges Thema, und Sie haben nicht einfach so eine Biografie erzählt. Wir hatten ja hier schon mal, habe ich vorhin gesagt, im Jahre 2017 Kerstin Decker hier, die es biografischer gemacht hat. Es gibt von Kerstin Decker noch das eine Buch hier, und dann gibt es eine Biografie, ich glaube, die hatten Sie uns empfohlen. Else Lasker Schüler, eine Biografie von Sigrid Bauschinger. Können Sie beides noch erwerben, liegt da hinten, und Gedichte. Also lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen, Sie brauchen nur zu diesem Tischchen zu gehen und dann die Gedichte von ihr zu kaufen. Man muss das schon auch noch lesen. Also so manches, aber vielleicht kriegen wir ihr Manuskript, will ich dann auch nochmal nachlesen. Und was ich Ihnen wirklich empfehlen kann, dieses kleine Büchlein da, das blaue Klavier. Aber vielleicht haben Sie jetzt Fragen an unsere wunderbare Referentin. Alle erschöpft. Ganz Simples, wo ist denn diese Skulptur? Also die steht in Jerusalem beim, wie heißt das, dieses Kennedy-Denkmal, also genau. Also in Jerusalem. In Jerusalem, genau, ja. Gut, war ja eine etwas simple Frage, keine Annäherung an das, was wir gehört haben. Bitte. Komm. Die Bekenntnis des Orients ist ja praktisch, das wird ja deutlich, dass
ich weiß nicht so genau, ob das wirklich Kenntnisse waren, die sie hatte. Also ich hatte ja erwähnt, also ganz bestimmt waren die Märchen aus Tausend und einer Nacht, also eine Quelle, ja, also weil sie einfach eine Bilderwelt eröffnet haben, nicht nur Else Lasker-Schüler, sondern überhaupt in Europa eine Bilderwelt eröffnet haben, die natürlich sehr neu und exotisch anmutete. Aber für Else Lasker-Schüler war die hebräische Bibel schon eine ganz zentrale Quelle tatsächlich. Und es ist ja ein sehr eigenwilliger Orient, den sie da geschaffen hat. Genau, abgesehen davon, dass natürlich der Orient als Ort sowieso eine Imagination war. Also das können wir auch an der ganzen orientalisierenden Malerei des 19. Jahrhunderts sehen. Also das waren natürlich Fantasien und oft eben auch sehr männliche Fantasien. Also gerade die Idee des Harems hat viele Künstler sehr stark inspiriert. Und das finde ich auch im Übrigen auch sehr faszinierend, weil Else Lasker-Schüler eben eigentlich Gegenbilder dazu entwirft, die sich wirklich lösen von diesen ganzen Klischeevorstellungen, die zwar die Bibel nutzen als Quelle, die aber wirklich einen ganz eigenen Kosmos entwerfen, und zwar schriftlich, also textlich und bildlich. Und das ist ja wirklich, also ich habe ja nur wirklich einen absoluten Bruchteil gezeigt, schon ganz faszinierend, wie sie dieses Themen eben bevölkert, aber wie groß ihre Kenntnisse tatsächlich waren, jetzt im Sinne von, ja, also Kenntnisse über die real existierenden Länder, da würde ich zumindest ein Fragezeichen dahinter setzen. Aber ich möchte nochmal darauf verweisen, dass es wirklich ganz wichtig ist, dass es eben auch dieses Zusammenfallen war von arabischer und hebräischer Sprache, dass es eben wirklich dieser gemeinsame Kosmos war, dieses muslimisch-jüdisch, in gewisser Weise auch christliche, das ist schon sehr einzigartig und leider auch nicht sehr real. Also sie lebte ja in Berlin. Auch, also sie hatte natürlich theoretisch Zugang auch zu Bibliotheken, aber ich würde das, wie gesagt, stark bezweifeln. Also sie hat sicherlich viel gesehen, auch rezipiert auch an zeitgenössischen Texten und vor allen Dingen auch Bildern. Also das war, glaube ich, also vor allen Dingen Kunstwerken. Aber ob sie wirklich, also wissenschaftlich sozusagen recherchiert hat, das glaube ich nicht. Ja. Else Lasker-Schüler hat sich überhaupt nie wirklich direkt zu Dingen geäußert. Also sie hat sich so geäußert, wie wir das jetzt im Hebräerland, also in diesem Textauszug gehört haben, aber dass sie sich in ihrem Werk jetzt konkret bezogen hätte auf die Shoah oder auf den Krieg, das also in einer Form, die wir jetzt als Kommentar zu diesen Ereignissen sehen würden, das ist mir zumindest so nicht bekannt. Also außer, dass sie natürlich in den Briefen, die sie an Freunde geschrieben hat, ihrer Sorge und ihrer Hoffnungslosigkeit und ihrem Heimweh Ausdruck verliehen hat. Aber dass sie sich jetzt also irgendwie in einen Zeitungsartikel zum Beispiel geschrieben hätte und eben die Ereignisse in Europa kommentiert hat, das nicht. Da hinten war noch, genau, da ganz hinten war noch. Nicht entgehen lassen. Aber kommen Sie bitte her, also es ist einfach nicht zu verstehen sonst. Ich halte Sie gerne. Meine Frage schließt sich ein wenig an die des Herrn da an. Diese Begeisterung für oder diese Hinwendung zu Orient und Antike zur damaligen Zeit war ja doch verbreitet. Wie erklären Sie sich das? Welche Theorie haben Sie dazu? Was würden Sie sagen, woher kam das? Also Sie meinen jetzt überhaupt, wo diese Orient-Begeisterung... Ja, ein bisschen verallgemeinernd, ja. Im 19. Jahrhundert, ja. Also wie das... Ja, also das... Also es war einfach... eine, also wie gesagt, es fing an, das habe ich ja im Vortrag auch kurz erwähnt, also wirklich als Initialzündung kann man wirklich diese Übersetzung der
der Märchen aus Tausend und einer Nacht ins Französische nennen. Das war Anfang des 18. Jahrhunderts. Und der westöstliche Divan von Goethe dann, also gut 100 Jahre später, ich glaube 1819, das waren wirklich zwei ganz zentrale Werke. Also der westöstliche Divan ist ja auch übersetzt worden in mehrere Sprachen, also die wirklich in Europa breit rezipiert worden sind. Und ja, wie wir, also Sie kennen wahrscheinlich auch viele von den, also der, insbesondere in der französischen Malerei gab es ja auch eine sehr starke Hinwendung zum Orient. Es gab gerade übrigens eine sehr interessante Ausstellung im Berggrün-Museum in Berlin zu der Genese von Picassos Frauen von Algier, wo das auch nochmal aufgeschlüsselt worden ist, auf welche Vorbilder sich eben Picasso berufen hat, als er eben seinen Bilderzyklus eben zu den Frauen von Algier gemalt hat. Und da, also das ist auch gibt auch starke Verweise eben auf diese orientalisierende Malerei, insbesondere eben von Haremszenen im 19. Jahrhundert. Es ist eben ein ganzer Kosmos, der sich da auftut, Reiseberichte, die erscheinen, die rezipiert werden. Und es ist eben, und das ist, glaube ich, wirklich was, was man nicht genug betonen kann, ein endloser Imaginationsraum. Ganz wenig von dem, was man imaginiert hat mit dem Orient, was man verbunden hat mit dem Orient, hatte mit dem, also ich meine, Frage auch, wo ist der Orient, also topografisch, hatte was zu tun mit den Ländern, die darunter eben subsumiert worden sind. Es war wirklich eine Form von Eskapismus und Exotismus. Man hat eben, ja, Freiheit, Sonne, also auch die impressionistischen und später auch die expressionistischen Maler sind ja gepilgert nach Nordafrika. Es war eben die Sehnsucht nach Freiheit, nach einem anderen Licht, nach einer anderen Luft und natürlich, wie ich schon gesagt habe, auch ganz stark auch erotische Imaginationen, die damit verbunden waren und die natürlich überhaupt, also in den allermeisten Fällen, wenn man real mit ihnen konfrontiert war, auf große Enttäuschung stießen. Also, ja. Ich möchte nochmal ergänzen, also das war ja auch eine Empfehlung von Ihnen, die Biografie von Sigrid Bauschinger. Eine der besten Kennerinnen von Leben und Werk Ezzelas Kaschülers liegt hier die erste profunde Biografie vor, die auf dem jetzt vollständig veröffentlichten Werk von Ezzelas Kaschüler und auf dem bislang unzugänglichen und unveröffentlichten Briefmaterial beruht. Also insofern eine Biografie, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Ja, und es gibt ja inzwischen auch wirklich die Gesamtausgabe, also schon länger bei Suhrkamp erschienen in, ich weiß es gar nicht genau, 12 Bänden oder so. Also es sind, also mit der ich auch vielfach gearbeitet habe, also wo wirklich alle Gedichte drin sind, eigentlich auch fast alle Briefe. Also das ist wirklich, wenn man, also die muss man sich nicht unbedingt anschaffen natürlich, aber wenn man wirklich mal Dinge nachlesen will, die findet sich natürlich in jeder guten Bibliothek. Das ist auch immer, immer gut, da mal reingeguckt zu haben. Ja. Aber wie gesagt, das muss man sich nicht unbedingt zu Hause ins Regal stellen. Kann man aber. Ich sehe keine Fragen mehr. Vielleicht wollen Sie draußen noch einen Schluck Wein trinken. Ist ja immer ganz schön. Gibt nämlich auch Rotwein, was man ja langsam schon wieder gebrauchen kann, nicht nur Weißwein. Also erstmal vielen Dank, liebe Frau Dr. Ludewig und liebe Magdalene, vielen Dank fürs Lesen. Ich fand es eben auch schön, dass Sie nicht eine reine Biografie gemacht haben, sondern das war schon der Titel, hat uns ja da neugierig gemacht, die Bilderwelten der Else Lasker-Schüler, an das Sie uns herangeführt haben. Vielen Dank, das war schon... War mir ein Vergnügen. Ein ungewöhnlicher Vortrag. Ich möchte Sie wirklich hinweisen auf unseren nächsten Exilabend. Werner Heimann, also das ist Musik pur. Puppchen, du bist mein Augenstern. Oder
Wir haben das aufgeführt in unserer Einladung, brauchen Sie nur nachzulesen. Kommen Sie, das ist am 23. September, da sind wir aber im großen Saal, nicht hier im kleinen Saal, weil sich so viele Leute für den Abend interessieren. Wäre schön, Sie dann wiederzusehen. Kommen Sie gut nach Hause. Wie? Und weil wir einen Flügel brauchten, genau. Wir haben schon mal einen Heimatabend gemacht, da war auch Elisabeth, die Tochter, dabei. Und das war eine ganz merkwürdige Geschichte. Da hatten wir einen Gast, das ist mir ein einziges Mal passiert, nämlich da, der kam nicht. Und dann saß Elisabeth neben mir und da sagte ich, sag mal, Elisabeth, kannst du dass du aus dem Ärmel schütteln, können wir über deinen Vater reden. Heimann war mir natürlich ein Begriff. Da sagte ich, ja, machen wir. Und dann hat ihr Mann, ein wunderbarer Mann, der war in der Akademie der Künste Archivar, hat das Archiv betreut, also ein ganz toller Mann. Der kommt auch natürlich am 23.09. hierher. Der flitzte nach Hause und holte Musik und dann haben wir CDs aufgelegt und sie hat erzählt und das war so ein schöner Abend, da haben die Leute, das war noch im Gorki-Theater, wo wir unseren Salon hatten, da haben die Leute hinten getanzt zu der Musik. Ich sage Ihnen, es wird ein schöner Abend. Also bis dann.